Ey, ich hab noch was für euch. Fällt mir gerade mal ein. Ich hab noch was für euch. Warum ist die Polizei hoch? Schönen guten Tag. Wer von euch kennt das Video? Kennt jemand von euch das Video hier? Von Ihnen, machen Sie das Ding aus. Nein, das für meine. Скажи, что для моей самозащиты. Was ist das? Ich hab gesagt, Sie sollen die Kamera ausmachen. Нет, да, скажи, что это для моей самозащиты. Майне документ. Майне документ. Прочти им, пожалуйста, чтобы он услышал. Есть Ишгеба, один момент. Еще один момент. Ишгеба документ. Прочти им, пожалуйста. Ich will einen Ausweis. Ich bin ein Mensch. Ich brauche keinen Personalausweis. Ich bin Mensch und souverän. Und alle Antwort. So. Was macht ihr? Dann kommt. Nee, prätschi, пожалуйста. Jetzt muss. Nein. Das ist eine Vorwarnung, ja? Also, das ist keine Vorwarnung. Nein. Sein, prätschi, пожалуйста. Hören Sie mal, der ist ein souveräner Mensch. Übrigens, es ist schon so, dass du nicht immer einen Ausweis dabei haben musst, ne? Das ist halt eigentlich Bullshit. Die Polizei kann nicht nach. Die Polizei muss seine Identität feststellen können. Da sage ich aber gleich was zu. Genau. Ich verteidigen, falls Sie versuchen, den irgendwie dem Schaden zuzufügen. Mit allen Mitteln, ja? Genau. So. Dann hätte ich trotzdem gerne einen Ausweis von Ihnen. Ausweis, bitteschön. Ein richtiges Dokument. Nein, richtiges Dokument. Ich gebe eine. Es gibt eine Ausweispflicht. Die Ausweispflicht heißt aber nur, dass wenn die Polizei dich anhält und dich und du dich ausweisen sollst, dass du dann verpflichtet dazu bist. Die Ausweispflicht heißt aber nicht, dass du immer einen Personalausweis dabei haben musst. Auch reichen andere Dokumente, um deine Identität zu bestätigen. Richtiges Dokument. Richtiges Dokument. So. Guck mal, jetzt hier. Mein Foto. Nein, das ist mein. Er zeigt seine Krankenkassenkarte. Und auf der neuen Krankenkassenkarte ist sein Bild zu sehen. Und auch Dingen zu sehen. Sag mal schnell. Sein Name und so weiter. Und ich glaube auch sogar Anschrift. Ich habe jetzt keinen Bock, meine Versichertenkarte rauszuholen. Aber die Polizei sagt, das reicht ihm nicht. Er will das nicht sehen. Das hat aber eigentlich auszureichen. Also, dass der Bulle sich damit nicht zufrieden gibt, ist, ab hier fängt schon die Schikane eigentlich an. So. Ne, weil wichtig ist eigentlich nur, dass ein Foto mit drauf ist. Wenn er jetzt irgendwie noch eine Bankkarte oder so dabei hätte, dann muss das auf jeden Fall reichen, weil dann hat er zwei Dokumente dabei, eins mit Lichtbild und trotzdem sagt er, das reicht ihm nicht. Er besteht unbedingt auf einen scheiß Ausweis. So. Und normalerweise ist es so, wenn die Identität nicht festgestellt werden kann, wenn die Identität nicht einwandfrei festgestellt werden kann, dann hat die Polizei das Recht, dich mit zur Wache zu nehmen, zwecks Identitätsfeststellung. Aber das ist gar nicht mehr nötig, weil hier auf den neuen Krankenkassendingern ist ja dein Bild drauf. Es ist halt einfach Schwachsinn. Dokument, richtiges Dokument. So, mein Foto. Nein, das ist mein Foto, mein Name und meine Adresse. Meine Identität wurde übrigens festgestellt anhand von Tätowierungen über ein Telefon. Ja, also ich habe meinen Namen gesagt gehabt. Ich hatte schon eine polizeidienstliche Behandlung, nur so nennt man das. Das heißt, die Polizei hat schon mal all meine Tattoos und so weiter abfotografiert und haben die Sachen bei sich gespeichert. Und als ich mal keinen Ausweis dabei hatte, haben die angerufen, haben mich beschrieben. Und der Typ auf der anderen Seite hat dann meine Tattoos beschrieben. Die haben geguckt, yo, die sind an den Stellen. Und damit wurde auch die Identität festgestellt, ne? Und ich musste nicht mit zur Wache.
Ja. Ich möchte einen Ausweis, richtig. Das hier eine meine Foto. Ich bin Mensch, ich brauche keinen Personalausweis. Hier ist mein Name, Foto und meine Adresse. Andere habe ich nicht. Ja, und wir gehen auch gleich raus. Wir gehen nicht, wir stehen hier. Ich will nicht. Wofür? Warum wir müssen gehen? Ich will keine Maske haben. Und warum? Sie auch. Wir brauchen ihn. Ich auch brauchen wir. Aus welchem Grund? Alle Menschen sind gleich, nur Sie sind gleicher. Sie gehören zu ihm. Nein, ich bin einfach. Gut, dann geben Sie das Papier. Geben Sie Papier und jetzt verschwinden Sie hier. Nee, er muss die übersetzen, Entschuldigung. Sie haben einen Platzverweis, verstehen Sie? Aus welchem Grund? Weil ich es habe. Ich brauche Übersetzung. Guck mal, auch hier wieder, die Polizei hat, glaube ich, meiner Meinung nach verlernt, Deeskalation zu betreiben. Ne? Es geht der Polizei, oder bei diesen Videos geht es immer nur darum, wer hat die dickeren Eier. So. Normalerweise lernt die Polizei Deeskalation, aber Deeskalation wird gar nicht mehr angewendet. Deswegen passieren auch immer solche Sachen, wie es hier in dem Video passiert. Okay, die Leute verhalten sich vielleicht nicht korrekt und kooperativ, aber dann provozier die Leute doch nicht, sondern verhalte dich doch professionell und deeskalierend. Und aber das, was die Polizei hier macht, ist einfach sturen Leuten mit noch mehr Sturheit entgegenzutreten. So, der Mann war gerade gut genug dafür, um zu übersetzen. Und jetzt will er, nur um seine Macht zu demonstrieren, ihm Platzverweis geben. Ich sagen, und wenn ich mal einkaufen will? Sie haben hier nichts zu suchen, Sie gehen jetzt bitte. Ich brauche Übersetzer. Nein, ich stehe hier. Wohin nimmst du? Ich will nicht gehen. Ich bin gehen. Nicht du, nehmen Sie Sie. Ja, okay. Sie, okay. Sie. Sie sind Mensch. Ich bin Mensch, definitiv. Ja. Und, ich hätte gerne die Meldebescheinigung. Die offizielle. Bitteschön. Geil ist auch, wie die Kaufland-Mitarbeiter da so einen auf hart machen. So von wegen, Kaufland-Mitarbeiter sichert die Polizei ab, weißt du? Bei polizeilicher Maßnahme. Richtige Clowns, Alter. Ich hab gesagt, die sollen gehen. Nein, meine Deutsch nicht richtig gut. Ich brauche jemanden für Übersetzung. Für Übersetzung. Sie können nicht Deutsch, oder was? Nein, die... Was machen Sie denn hier in Deutschland? Was? Guck mal, Sie können nicht Deutsch, oder was? Was machen Sie denn hier in Deutschland? Das ist auch so. Aber du kannst kein Deutsch, ja, was machst du denn dann hier? Was mache ich hier? Ja. Das sind meine Sachen, was mache ich hier, ja. Nicht eure. Doch, meine Sache ist das auch. Noch ja, aber nicht so lang noch. Ja. Ja, kommt noch später Antwort für ganze genau, diese Scheiß. Genau. Ja. Ist ja kein Problem, ich bin ja hier. Ja, okay. Hier, ne? Этот, скажи ему, пожалуйста, этот. Скажи ему, что этот, я оставляю за собой право защищать себя любыми удобными мне способами. Где он там? Ich brauche keinen Rechtsanwalt. Ich bin Mensch. Ich brauche keinen Rechtsanwalt. Ich glaube, das sind Polen. Ich bin mir aber nicht sicher. Könnte russisch sein, ja, russisch, okay. Alter, genau, Sie kein, das auch. Ja, okay. Die Menschen, verstehen Sie auch die Regeln, die hier gelten? Welche Regel? Ja, ich habe universelle Regel, ja, nicht ja. Regel von, keine Ahnung, Merkel oder noch jemand. Aber aus welchem Grund müssen wir Masken tragen und Sie nicht? Wer wird davon ausgenommen? Sind? Verstehen Sie nicht? Können Sie alles im Internet mal lesen, ja? Wahrscheinlich, wenn Sie haben... Wissen Sie, ich habe jetzt gesagt, Sie verlassen hier den Platz. Wenn Sie es nicht machen, nehme ich dich gleich mit in die Zelle. Ist das klar? Ja, klar. Dann gehen wir jetzt. Jetzt. Wenn ich Sie hier nochmal sehe... Wo? Sie gehen jetzt hier. Sie gehen jetzt. Wollen Sie mir drohen oder was? Hey. Guck mal. Wir wollen auch mal kurz festhalten. Der Polizist packt ihn am Kragen und will ihn jetzt wegschubsen. Ja? Weil der Typ sagt, wieso wollen Sie mich jetzt bedrohen? Also er verliert als erstes, der Polizist verliert als erstes die Nerven, weiß sich nicht anders zu helfen,
außer sofort jetzt handgreiflich zu werden. Nee, seine. Hey! Hey! Abstand! Abstand! Hey, Abstand! Abstand, abpusti! So! Hey, lassen Sie in Ruhe! Hey! So, das war's! So, bitte! So, hey! Rufen Sie die Polizei! Dringende Unterstützung! Alle Fahrzeuge hierher! Hey, so, alles gut. Hey, meine Frau. Guck mal, der macht gar nichts, der haut nichts zu, ne? Der Typ. Er sagt nur, dass er es sein lassen soll, nimmt die Hände, schützt sich. Der Typ mit der Kamera hat kein einziges Mal zugeschlagen. Lass mir in Ruhe, verdammt. Hey, alles gut. Warte mal, hier sind wir. Hey. So. Lass mich in Ruhe! Hey, Sanja! Hey, fahrt 40, bitte! Hey. Was? Der andere hat jetzt zugeschlagen. Der Typ, der übersetzen sollte. Aber dem Bass hatte dich auch noch einen mitgegeben. Was, bitte? Bitte, was? Alles gut, Sanja. Halten Sie sich zusammen, verdammt! Halten Sie sich zusammen, was ist los? Polizei! Hier, was? Er schlägt mir ins Gesicht! Einfach so! Aber wir sind ja hier! Ja, wir haben einen gewalttätigen Russen. Bitte alle Fahrzeuge hierhin. Alle! Hol sie alle her! Wir brauchen den für den einen Mann. Deswegen, ich finde es immer lächerlich. Ich finde es immer so lächerlich, wenn in den öffentlichen Medien. Und wenn irgendwo anders bei Facebook oder was weiß ich, immer wenn eine Diskussion ausbricht über Polizeigewalt, dass dann diese Leute aus den Löchern kommen und sagen, ah, unsere Polizei lebt so gefährlich und ein Hoch auf die Polizei, was die für eine Arbeit leistet und, ne? Da frage ich mich immer an der Stelle, wo werden denn mal private Sicherheitsdienste erwähnt? Oder überhaupt, wo werden denn mal Türsteher erwähnt? Als Türsteher hast du so eine Situation zigmal an einem Abend und dann nicht nur mit einem Typen, sondern mit mehreren Leuten. Und du kannst nicht einfach einen Wagen rufen zur Unterstützung oder mehrere Autos, sondern du musst das immer alles alleine regeln. Oder mit deinen 2-3 Kollegen, wenn du welche dabei hast. Ja, also wer hat die gefährliche Arbeit und wer macht halt die gefährliche Arbeit? Die Polizei oder private Sicherheitsdienste? Polizei sind einfach Lutscher. Einfach Lutscher. Alle Wagen hier hin. Ja. Ja, sowieso. Das war Widerstand bei der Festnahme. Und wenn du dann als Türsteher jemanden auf die Fresse haust, dann kommt der Bulle zu dir und verpasst dir noch eine Anzeige und behauptet, man hätte das ja auch anders lösen können. Man hätte dem ja nicht direkt aufs Maul hauen müssen. Aber selber sieht man, wie die Polizei hier immer arbeitet, weißt du? Die hätten auch einfach warten können, bis Unterstützung da ist. Wenn sie merken, okay, das wird nicht in eine friedliche Sache. Und dann hätten sie den einfach mit mehreren Leuten easy peasy auf dem Boden fixieren können. Ihr müsst euch nämlich eine Sache vor Augen führen. Je mehr Leute man hat, ne, desto gewaltfreier kann man eine Situation lösen. Wenn du jetzt als Türsteher eine 2-gegen-2 Situation hast, oder die anderen sogar in der Überzahl sind, ja, wie willst du denn da irgendjemanden fixieren oder sonst was? Du musst als Türsteher erstmal die Leute weghauen. So, bis du dann die Leute am Boden hast und dann irgendwie was machen könntest oder so, ne? Aber bei der Polizei läuft das ja umgekehrt. Die können ja 2 Leute problemlos festnehmen, wenn die selber 10 Mann sind, ne? Da brauchen sie eigentlich keine Gewalt groß anwenden. Gewalt muss man immer erst nur anwenden, wenn man in der Unterzahl ist. Je mehr Gegner, desto gewaltbereiter.